Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es doch ist, ganz einfach und schnell zu Hause selber Erdbeermarmelade, Konfitüre zu machen. Und zwar haben wir vom Erdbeerfeld die Erdbeeren geholt aus dem eigenen Garten. Das nehme ich immer dann für frische Sachen wie Erdbeerquark, Erdbeerjoghurt, Erdbeertorte. Aber für die Marmelade und Konfitüre fahren wir dann doch aufs Erdbeerfeld und sammeln dann in einem großen Eimer. Da hinein habe ich eine Mülltüte gemacht, eine frische, und pflück dann hinein und bind sie oben zu. Wenn wir fertig sind, dann fällt im Auto nichts umher und das ist ganz hygienisch. Gläser brauchen wir dazu. Da ich meine Marmeladen alle selber mache, lasse ich mich dann immer Gläser sammeln von der Verwandtschaft und das ist alles Mögliche, was sie so haben. Teilweise noch mit Etiketten. Die werden erst einmal in der Spülmaschine durchgespült, dann lege ich sie komplett in die Spüle und mache heißes Wasser darüber und lasse sie dann eine Weile liegen. Dann werden sie tropfnass einfach auf die Spüle gestellt, verkehrt herum. So, dann brauchen wir dazu Gelierzucker. Ich nehme Chilizucker 2 zu 1, das heißt zwei Teile Früchte und ein Teil Zucker, weil ich finde, es ist süß genug und die Erdbeeren bringen ja selber noch viel Süße mit. Ich koche meine Marmelade und Konfitüre in einem Schnellkochtopf. Dann brauche ich nicht zu rühren und zwar hat dieser Schnellkochtopf auch einen Deckel mit Glaseinsatz. Dann kann man gucken, sobald es schäumt, dreht man es ein bisschen runter und vermeidet das Rühren. Und dazu habe ich mir auch noch eine einzelne Induktionsplatte gekauft. Dann geht das noch viel schneller. Zum Wiegen der Erdbeeren mache ich das so. Ich habe den Topf vorher gewogen, der wiegt 3 Kilo. Dann fülle ich die Erdbeeren ein zu 3 Viertel, wiege sie ab und daraufhin kann ich dann meinen Zucker abmessen. So, jetzt nehmen wir erstmal die Erdbeeren und waschen die. Ich mache es auch so, dass ich schon auf dem Erdbeerfeld oder in meinem eigenen Garten das, den grünen Stängel gleich mit abpflücke. Da habe ich weniger Arbeit zu Hause und kann sie ganz schnell im Wasser durchwaschen und die ziehen weniger Wasser ein. Wer das nicht möchte, kann das natürlich auch zu Hause machen. Ganz wichtig ist beim Waschen, dass ihr ganz kaltes Wasser nehmt, die Erdbeeren nur kurz hineintut, mit beiden Händen vorsichtig durchwascht. Dann hier, das ist ein Ablauf, ein Sieb, kurz abtropfen lasst. Und ich mache es so, ich püriere mir die Erdbeeren vor dem Kochen. Die Kochzeit wird verringert und wenn doch mal was spritzt, verbrennt man sich nicht. Natürlich kann man es auch nachher pürieren in dem Topf dann nach dem Kochen. Mit einem Zauberstab oder Pürierstab, das liegt dann ganz bei euch. Ich pürüre sie in der Küchenmaschine vorher. Der Topf ist nun zur Hälfte gefüllt mit den pürierten, aber nicht vollkommen zerkleinerten Erdbeeren, weil ich diesmal Konfitüre mit Stückchen machen will. Wenn ihr Konfitüre haben wollt mit Samt, dann müsst ihr sehr lange pürieren. Am besten mit der Küchenmaschine, bis gar keine Stückchen mehr sind und das ist dann Samt. Ich habe hier aber erst einmal gemacht mit Stückchen. In dem Topf, der halb voll ist, also bis höchstens 3/4 voll, könnt ihr das machen. Es sind jetzt 4,5 Kilogramm Früchte. Das habe ich dann einfach mit Samt dem Topf auf einer Personenwaage gewogen. Und in diesen Topf muss jetzt nun Gelierzucker hinein. Und zwar 4 Päckchen und noch ein halbes. Und das machen wir jetzt mal und verrühren es dann auch gleich mit einem Kochlöffel. In dem Topf sind jetzt 4,5 Päckchen Gelierzucker 2 zu 1. Und das verrühren wir jetzt sehr gut mit einem Holzkochlöffel. Der Gelierzucker ist nun verrührt. Wie gesagt, ich benutze einen Schnellkochtopf. Wenn ihr keinen habt, das ist gar kein Problem. Dann müsst ihr nur die ganze Zeit rühren. Ihr dürft nicht aufhören mit dem Rühren, weil es sehr schnell anbrennt. Und zwar stellen wir den Herd bitte nicht auf volle Stufe, vielleicht 2 Stufen zurück. Also meine Skala geht bis 10. Ich koche an auf 8. Und wenn es anfängt zu blubbern, stelle ich es runter auf 3 und lasse es dann 4 Minuten
blubbern, also richtig kochen, damit die Haltbarkeit einsetzt und die Früchte auch gut durchgekocht sind, damit nichts schimmelt. Wie gesagt, habt ihr keinen Schnellkochtopf, müsst ihr rühren die ganze Zeit. Ich mache es mit einem Schnellkochtopf, der ein Glasloch hat. Was äußerst praktisch ist, denn weil ich dann genau sehen kann, wann es anfängt zu kochen. Und es darf nicht zischen, wenn man einen Schnellkochtopf benutzt. Auf gar keinen Fall. Es muss nur leicht anköcheln und man dreht dann die Energiezufuhr zurück. Und das machen wir jetzt erst einmal. Die Erdbeermasse hat nun 4 Minuten sprudelnd gekocht. Ich mache jetzt den Deckel auf. Und ihr seht, da hat sich Schaum. Ganz normal. Dann nimmt man einen Schöpflöffel und macht den Schaum ab und tut ihn in ein Schälchen, weil das sollte man eigentlich nicht mit in die Gläser tun. Das wird ein bisschen grau mit der Zeit. Aber so dieser Schaum, der schmeckt wahnsinnig gut auf frischem Brot. Und das sind eigentlich die Kinder ganz wild drauf. Ein bisschen Quark noch dabei, wer es möchte. Ganz wunderbar. So. Für nachher nochmal. Jetzt nehmen wir den Topf und ich stelle diesen ganzen Topf immer direkt neben die Spüle auf ein Holzbrettchen, weil er ja unten drunter sehr heiß ist. Und verarbeite das auch weiter, fülle es ab, immer in der Spüle. Dazu habe ich hier einen Keramikteller, da mache ich ein bisschen Wasser drauf. Ich erkläre gleich warum. Darauf das erste Glas. Weil manchmal haben die Gläser vielleicht einen kleinen Sprung, was man gar nicht sieht. Und wenn man dann das ganz Heiße hineinfüllt, platzen die. In der Spüle mit dem Tellerchen passiert nichts, man verbrennt sich auch nicht. Das finde ich immer ganz wichtig, weil es wirklich extrem heiß ist. Und so fülle ich meine Marmeladen immer ab. Da dies jetzt Stückchen sind, ist es ganz schlecht, durch ein Sieb die Masse einzufüllen in die Gläser. Deswegen nehme ich so ein Henkeltöpfchen von meiner Oma. Schön hinein mit dem Schöpflöffel und dann füllen wir das Glas ab. Seht ihr, das ist mit Stückchen. So. Dann nehmen wir den passenden Deckel. Der ist noch feucht. Also die Gläser auch nicht innen drin abtrocknen oder die Decke feucht lassen, nachdem sie in der Spüle lagen, in dem kochend heißen Wasser. Dann schrauben wir es zu. Es muss ziemlich schnell gehen, sonst verbrennt ihr euch die Finger. So, und dann ist es wichtig, die Gläser mal auf den Kopf zu stellen. Weil dann wird die restliche Luft rausgedrückt und es hat ein Vakuum und hält länger. Und jetzt füllen wir die ganzen Erdbeeren, unsere gekochten Erdbeeren, in die Gläser und stellen sie auf den Kopf. Und dann habt ihr eine ganz wundervolle Erdbeermarmelade selber gemacht, die sehr gut schmeckt, ganz frisch ist und wunderbar gesund ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt, guckt beim nächsten Tipp wieder rein.